Gute Reise gehabt, Herr Oberst. Ach, nun fragen Sie mich bloß nicht. Fragen Sie mich nicht, Herr Gustav Richthofen. Doch, wenn Sie wüssten, dass du auf dem Ball, auf dem Schloss, nur Wolfsgang passiert ist, ich kann Ihnen sagen. Ein Attentat? Und es wäre eine Lappalche gewesen, ein Attentat. Na, was viel Schlimmeres. Na, nun komm bei Papa Amalche. Und da soll man noch galant sein gegen schöneres Geschlecht. Katzen buckeln und charmant sein, spielen den ergebenen Knecht. Einen Helden, den in Polen wie in Sachsen jeder kennt, den Wallien und Podolien nur mit höchster Achtung nennt, der am Brut und an der Weichsel, an der Elbe Sieger rang, der bei Gott nur Bautzen, Furzen alle Feinde niederschwang. Ja, diesen Helden nie geschlagen, überall hoch verehrt, durft ein Weib zu schlagen wagen, der Gedanke mich empört. Die Erinnerung macht mich beben, mich so tätlich zu insultieren, doch soll sie etwas von mir erleben, meine Rache spüren. War es denn eigentlich gar so fürchterlich, warum ich so schwer gewischt? Ja, verspürt mit dem Fächer ins Gesicht, du heiliges Kanonenrohr, vernarbet es noch einmal. Mir ist manches schon passiert, aber so etwas noch nicht, mir ist manches schon passiert, aber so etwas, sowas nicht. Also bei der Butterblätter von meiner seelischen Tante, die Kanäle wird mir das büßen, das versichere ich dir, mein Herr. Diese adelsstolze Dame war beleidigt durch den Kuss, während das doch nur Reklame ihren Reizen machen muss. Wenn man sonst mich insultierte, recht ich's immer blutig schnell. Arm und Beine amputierte ich wohl 20 im Duell. Ha, ich wüte, scheue, rase, dürste nach Satisfaktion. Und ich schwör's bei dieser Nase, sie bekommt noch ihren Lohn. Ich zu lächeln mich zwang, doch es tobte Wut im Herzen und das Lächeln mir misslang. Jammervolle Grimassen schnitt ich nicht zu zeigen, wie mir zumut, nahm es spaßhaft zwar, doch im Innern litt ich, mir war gar nicht gut. Und zwar, wenn im Grund man hört, nicht der Rede wert, was ihr widerfahren ist. Davon spricht, aber ich werde die Initiative ergreifen und mich rächen. Mir ist manches schon passiert, aber so etwas noch nicht, mir ist manches schon passiert, aber so etwas,
sowas nicht. Das kann ich Ihnen sagen, meine Herren. Die Schmach, die bleiben ja nicht auf meiner Schulter sitzen. Basta.